Auf Frankfurter Seite auch Lorenz Brennecke, wir haben es ja kurz thematisiert, zurück. Hat die Freigabe übrigens von der NADA bekommen, weil seine Medikamente, die er immer noch nehmen muss nach dieser schweren Lungenentzündung, zweimal im Krankenhaus gewesen, aus dem Spanienurlaub mitgebracht, das Ganze freigegeben werden mussten. Wir sehen die ersten Punkte. Booker Koppenmehl macht das, was er am liebsten macht. Den Korb attackieren. Gutes Anspiel, Muenket. Den nächsten Punkt für die Hausherren. Berger antworten können. Schöner Cut. Abschlüsse auf der Gegenseite. Lässt sich gut an, der Auftakt in diese Partie. Der Berger hat personell reagiert. Der Elfgelben Wohlrat gebracht. Am Anfang der Vorbereitung mitgebracht aus dem Spanienurlaub. Woche im Krankenhaus gelegen, dann ist Fieber zurückgekommen, nochmal Krankenhausaufenthalt, lange Leidenszeit, 10 Kilo verloren unter anderem auch. Mit einem 7:0 Lauf die Gäste. Was der nächste Ballgewinn, Wohlrat mit dem Stil, Wohlrat mit, nein, Wohlkett! Was ein Teil. Und das ist Einsatz, den wollte er stopfen. Und dann kommt Muenket angeflogen und schaut euch diese. Bamberg. Mit den nächsten Punkten. Kyle Lofton. Wo wir dann jetzt zwischenzeitlich den 9:0 Lauf gesehen haben. Starker Hasselt der Offensiv-Rebound von Philipp Stanic. Also in Sachen Einsatz sind die Bamberger gut dabei. Bereits 7. Offensiv-Rebound, aber die Antwort. Das war wirklich exzellent gespielt, der Pass. Richtiger Flow im Spiel. Auch hier die Einzelaktion, aber stark abgeschlossen von Malik Parsons. Hier kommt er jetzt ins Spiel. Seotik. Sego. Aus der Mitteldistanz mit weichem Männchen. Das ist im Moment das Mittel. Gute Ballbewegung. Und da sind die Punkte aus, die uns die beiden Mannschaften geboten haben. Hinweis von Tonno Gabel, übrigens auch noch auf die Foul-Statistik, haben sie noch Fouls zu geben. Guter, entspricht es die Ausgeglichenheit heute auch. Stanic mit 5 Punkten, Sigu mit 5. Muenket. Koblen wird gut verteidigt schon im Passweg von Carsten Tada. Und das ist auch gut verteidigt von Krimmer, der kann es krachen lassen. Krimmer mit dem Auftakt in die zweite Hälfte. Der Neuzugang aus Trier. Überragender Vorsaison. Bereit für diesen Schritt und bereit, weiter Gas zu geben im 1 gegen 1. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Frankfurt am Ball. 3:0 der Rückstand. Koblin kann ausgleichen. Koblin gleicht aus. Gutes 0 von 2 von außen. Da kommt nicht viel. Wirkt nicht richtig eingebunden. Booker Koblin spielt überragend im dritten Viertel. Stanic mit der Antwort. Muenket, extra Pass in die Ecke. Der Dreier passt nicht. Ist die Phillips noch nicht wirklich angekommen. Korb zählt. And one. Blocking Foul gepfiffen gegen Booker Koblin. Richtige Entscheidung. Blick auf die Wiederholung. Der Hände auf jeden Fall von Booker Koblin.
Dreier tut gut. Sollen und das ist dann halt die Klasse, die sie auch zum Teil dann haben, aber es sind alle schwere Würfe aktuell. Calvin verliert den Ball. Marsbeck läuft, Teague macht er gut. Calvin, guter Block, gute Hilfe, das ist zu durchsichtig. Titel Arbeitssieg verbuchen. Gut ist. Das sind tatsächlich seine ersten Punkte im Spiel. So, Koblin mit frischen Kräften soll es jetzt wahrscheinlich wieder richten. Wincat für drei. Eine Hoffnungswelle schwappt hier euphorisch durchs weite Rund. Da sind's nur noch sieben. Da sind's nur noch sieben. Auszeit Bamberg. Achtung jetzt, muss Bamberg verteidigen. Koblin will's wissen. Booker, Koblin an Pech, der dreht sich raus. Offensiv-Rebound, Hustle-Play. Wir kommen, 2:35 jetzt noch zu spielen. Massio Teague, Teague mit dem Drive, Teague, nein, aber der Tip-In. 10. Rebound. Sego, 2 Minuten noch zu gehen. Ronaldo Sego gegen Crosswell mit dem Drive und dem Punkt. Malik Parsons wird sofort gedoppelt bei Frank, weil Bamberg natürlich weiß, was kommt. Guter Kickout-Pass, der Dreier von Koblin. Calvin nochmal. Boah, mit Brett! Um mal zu stoppen. Das war es dann endgültig. Nochmal der Dreier von Booker Koblin. Und wir gratulieren also den Bambergern zum erkämpften 66:58.